Ich denke, das ist eine klare Mehrheit, dann können wir so verfahren. Ich rufe wie vereinbart den Tagesordnungspunkt 33 auf, die Überprüfung der Einrichtung einer Gemeinschaftsschule. Einreicher ist eine Gruppe von Stadträten. Frau Abel wird den Antrag einbringen. Danach machen wir das Rederecht und dann steigen wir in die Fraktionsrunde ein. Frau Abel, Sie haben das Wort, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, werte Damen und Herren, liebe Familien aus dem Norden, die vielleicht die Debatte jetzt verfolgen. Das ist ein Antrag von vier Stadträtinnen, von Frau Wendt aus der CDU, von Frau Frohwieser aus der SPD, Frau Kaspari von den Grünen und von mir, Anja Abel, der Linken. Was war der Anlass für diesen Antrag? Am 13.10.2020 fand ein Bürgerforum zur Schulnetzplanung im Dresdner Norden im Bürgerhaus Langebrück statt. Organisiert hat dieses Forum die AG Bildung des Netzwerkes Nord. Die AG Bildung beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit der Situation der Schulen in Klotzsche, Weixdorf, Langebrück, Hellerau und Renitz. Unter anderem mit den baulichen Bedingungen, der Schulnetzplanung, der Schulwegsicherheit und verschiedenen Beteiligungsformen. Worum geht es in dem Antrag? Im ersten Punkt wird der Oberbürgermeister beauftragt, zu prüfen, ob eine Gemeinschaftsschule im Dresdner Norden im Sinne des Paragraphen 7a Gemeinschaftsschule Abschnitt 3 neu eingerichtet werden kann. Das heißt, eine Gemeinschaftsschule, die die Klassenstufen 5 bis 10 sowie die Jahrgangsstufen 11 und 12 umfassen. Warum gerade in diesem Sinne, das wird sicher meine nachfolgende Rednerin vom Netzwerk hier eindrücklich mit Zahlen darstellen können. Im zweiten Punkt möchten wir, dass die Ergebnisse der Prüfung in dem Netzwerk Nord, den eventuell einbezogenen Schulen und dem Kreiselternrat vorzustellen ist. Die Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte haben allerdings gefordert, dass auch Sie unbedingt davon einen Bericht haben möchten. Denn Sie haben in für uns doch etwas überraschender, einstimmiger Form diesem Antrag zugestimmt. Es gab in allen den Gremien zusammen dreimal ein Nein und einmal eine Enthaltung, ansonsten nur Zustimmung. Deswegen möchten wir, dass es in der Fassung des Bildungsausschusses heute hier abgestimmt werden, wo dieser Punkt aufgenommen wurde. Das Dritte. Es ist zu prüfen, ob alternativ eine Gemeinschaftsschule, die gut erreichbar in Dresden ist, im Sinne des Paragraphen 7a, Abschnitt 1, was ich unter dem ersten Punkt erklärt habe, oder Abschnitt 3 neu oder durch Schulartänderung eingerichtet werden kann. Abschnitt 3 wäre sogar eine Schule, eine Gemeinschaftsschule, die die Klassenstufen 1 bis 10 und 11 und 12 umfasst. Das heißt, Schülerinnen können den Hauptschulabschluss, den qualifizierenden Hauptschulabschluss, den Realschulabschluss und die allgemeine Hochschulreife erwerben. Es ist nicht nur möglich, das neu zu gründen, sondern auch durch Schulartänderungen. Das heißt, bestehende Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien könnten sich zu einem solchen Schritt entscheiden. Nun ist es kein Geheimnis, dass die Linke für ein Konzept des längeren gemeinsamen Lernens steht. Damit dies im Schulgesetz Sachsens endlich auch berücksichtigt wird, dafür haben wir sehr gekämpft. Und Anne Holowenko, meine Fraktionskollegin, hat allein hunderte Unterschriften gesammelt, damit dies auch gesetzlich verankert wird. Nun sollten wir diese Möglichkeit als große Stadt auch nutzen und den Familien eine solche Möglichkeit eröffnen. Ich weiß, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind, welche Schule sozusagen die richtige Schule ist. Aber wenn man mit Familien spricht, egal aus welchem Milieu sie kommen, so ist der Wunsch, dass eine solche Schule existiert, übermäßig groß. Und diese Debatten werden auch sehr emotional geführt, denn nicht immer ist es leicht, sozusagen für sein Kind zu entscheiden, welche Schule ist die richtige für mein Kind. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht und bei drei Söhnen habe ich drei unterschiedliche Wege gewählt und wir haben auch falsch gewählt als Eltern. Wir hätten uns sehr eine solche Schule zum Beispiel gewünscht. Und so trifft das in der Öffentlichkeit immer wieder zutage, dass viele, viele, viele Familien das formulieren. Und auf diesem Bürgerforum war es auch recht emotional und
Familien haben dort diesen Wunsch sehr stark geäußert, auch wenn sie vielleicht gar nicht mehr die Nutznießer einer solchen Schule sind. Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu. Ich glaube, dass es einer Stadt wie Dresden sehr gut ansteht, eine, vielleicht sogar mehrere Gemeinschaftsschulen zu haben. Vielen Dank, Frau Appel. Wir kommen dann wie vereinbart zum Rederecht und ich darf Frau Schäfczyk nach vorne bitten. Seien Sie herzlich willkommen. Für die nächsten 5 Minuten gehört das Rednerpult Ihnen. Die kleine Uhr zeigt Ihnen, wie weit Sie in der Zeit drin sind. Ansonsten bitte sehr, Sie haben das Wort. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Maja Schäfczyk und als gebürtige Dresdnerin habe ich die erste Hälfte meines Lebens südlich der Elbe gewohnt, in Kottab-Hohles-Koschütz. Klotzsche war für mich viele Jahre nur der Flughafen. Aber Klotzsche und der Dresdner Norden bestehen nicht nur aus dem Flughafen. Er ist Standort der großen Arbeitgeber der Stadt und Heimat vieler Familien. 6 Grundschulen, 2 Oberschulen und ein Gymnasium zeugen davon. Seit 2003 nun lebe ich in Klotzsche und bin durch 3 Kinder fest vor Ort verwurzelt. Seit 2012 engagiere ich mich als Elternvertreterin. Zunächst 6 Jahre lang als Elternratsvorsitzende der 50. Grundschule und seit 1,5 Jahren als Elternratsvorsitzende des Gymnasiums Klotzsche. Als Elternvertreter der verschiedenen Schulen haben wir uns schon vor langer Zeit vernetzt. Seit mindestens 2014 weisen wir auf die mangelnden Schulplätze im Dresdner Norden hin. Zunächst an den Grundschulen und in der logischen Konsequenz nun auch immer stärker an den weiterführenden Schulen. Zahlreiche Containeranbauten wie in Langebrück und Weixdorf und zusätzlich aufgenommene Klassenzüge bezeugen, dass der Schulnetzplan viele Jahre zu optimistisch war. Den 6 Grundschulen vor Ort mit durchschnittlich 14 bis 15 Klassenzügen pro Jahr stehen allerdings gemäß Schulnetzplan nur 10 Klassenzüge an weiterführenden Schulen gegenüber. Während die beiden Oberschulen schon in den letzten Jahren oft einen Klassenzug mehr als geplant aufnehmen mussten, ging beim Gymnasium Klotzsche 30 Jahre lang alles gut. In den letzten beiden Jahren sicherlich nur aufgrund des Abrisses des Altgebäudes und der Auslagerung. Doch im 31. Jahr ist nun Schluss damit. Im Februar haben sich auf maximal 140 Plätze 180 Schüler angemeldet. Der Schulleiter, Herr Haubitz, musste daher vor einer Woche die Eltern informieren, dass Umlenkungen und das Losverfahren bevorstehen. Seitdem kollabieren vor allem die Weixdorfer Familien, wie sie heute der Sächsischen Zeitung entnehmen konnten, die nicht in den Genuss des Kriteriums Wohnortnähe kommen. Unser Einzugsgebiet im Norden ist groß und reicht von Klotzsche, Hellerau, Rhenitz, Wilsdorf nach Langebrück, Schönborn, Weixdorf bis über die Stadtgrenzen hinaus nach Medingen, Hermsdorf, Ottendorf, Ockrilla oder Groß-Dittmannsdorf. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sprechen hier von Kindern im Alter von 10, 11 Jahren. Die Zumutbarkeitsgrenze von 60 Minuten Schulweg ist uns bekannt. Aber abgesehen von einigen Überfliegern, die diesen Weg zu einer Spezialschule in die Innenstadt bewältigen, sind 60 Minuten eine Zumutung. Die allermeisten wollen gemeinsam mit ihren Freunden aus der Grundschule wohnortnah eine weiterführende Schule besuchen. Am Gymnasium Klotzsche übersteigt laut Schulnetzplan die Nachfrage das Angebot in den kommenden Jahren regelmäßig um 2 Züge. Die vorgesehene Umlenkungsregion Rechtselbisch-Mitte hat selbst ein Kapazitätsdefizit. Und gut vom Dresdner Norden aus erreichbare Gymnasien wie das Marie-Curie-Gymnasium, das Schönhaus-Gymnasium oder die beiden Gymnasien in Pieschen sind selbst bereits mit erheblicher Fahrzeit verbunden und regelmäßig überfragt. Ihnen liegt heute der Antrag auf Überprüfung der Einrichtung einer Gemeinschaftsschule im Dresdner Norden vor. Da wir aktuell keinen Mangel an Grundschulplätzen haben, zielen wir bewusst auf die Gründung einer Gemeinschaftsschule im Sinne Abschnitt 3 des entsprechenden Paragraphen im Sächsischen Schulgesetz. Diese Schulart umfasst die Klassenstufen 5 bis 12. Die Gründung einer Gemeinschaftsschule zum Beispiel in Klotzsche hätte den Charme, dass sie Platzmangel für beide Schularten beheben würde. Dass die Landeshauptstadt offen für neue Konzepte ist, beweist sie mit ihrem erheblichen Engagement für die Universitätsschule. Die derzeit entstehende 151. Oberschule an der Ecke Königsbrücker Straße-Stauffenbergallee ist zwar günstig gelegen, aber keine entlastende Alternative für die Kinder aus dem Dresdner Norden, da sie bereits durch Schüler aus Neustadt und Pieschen belegt werden wird. Erinnert sei hier an das große Baugebiet am Jägerpark.
Gerade wenn auch diese Schule eine Gemeinschaftsschule werden möchte, wird es kritisch. Lassen Sie mich weitere Argumente aufzählen. Vor 3 Jahren haben wir mit den Dresdner Verkehrsbetrieben die Schülerbeförderung nach Pieschen geplant. Die DVB kommen jetzt schon an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Gemeinschaftsschule bietet der Stadt den Vorteil, flexibler auf die fehlende Bindungswirkung der Bildungsempfehlung zu reagieren und das jährlich unterschiedliche Anmeldeverhalten abzufedern. Die Anmeldezahlen an der Universitätsschule belegen, dass die Eltern gemeinschaftliche Konzepte gut annehmen, selbst wenn die Schule in städtischer Randlage ist. Bitte haben Sie den Mut und stimmen Sie für eine Gründung einer Gemeinschaftsschule im Dresdner Norden. Die Ortschafts- und Stadtbezirksbeiräte haben nahezu einstimmig parteiübergreifend für unseren Antrag gestimmt. Ganz im Sinne von kurze Wege für kleine Füße. Danke. Vielen Dank, Frau Tepschik. Wir steigen in die Fraktionsrunde ein. Beginnt die FDP-Fraktion. Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, Sie ahnen, dass ich jetzt ein bisschen anders rede als meine beiden Vorredner. Rennen, Entschuldigung, oh, Verzeihung, habe ich wieder nicht gegendert. Also, nein, aber das waren alles Reden über Wunschträume, gute Wunschträume. Das Wort Gemeinschaftsschule hat einen Zauber, dem wohnt ein Zauber inne. Ich selbst bin eigentlich von dieser Schule auch sehr angetan. Ich muss aber aus meiner Geschichte noch etwas dazu sagen. 1990 übernahm ich eine POS und musste bis 1992 eine Mittelschule draus machen. Wir haben mit der ersten Ministerin, Frau Rehm, ganz schön gekämpft. Was für ein Bildungssystem nehmen wir? Da unsere Schulen alle sehr marode waren und wirklich schlimm aussahen, haben wir uns nicht getraut, irgendwas Hochgreifendes schon anzufassen. Wir haben lediglich das Wort Realschule und Hauptschule versucht zu vermeiden und haben sie Mittelschule genannt. Als wir dann stärker wurden, sind sie jetzt immer wieder bei Oberschule. Aber Gemeinschaftsschule, das haben wir uns damals sehr genau angeguckt. Ich bin durchs Ruhrgebiet gerast, ich bin nach West-Berlin, ich habe mir einige Gemeinschaftsschulen angeschaut. Es ist eigentlich fantastisch und unsere Eltern und auch die Eltern, die jetzt noch Kinder in der Schule haben, die würden gerne irgendwie noch diese Übergangsmöglichkeiten sehen oder einfach, dass Schüler auch länger zusammenbleiben können, eigentlich auch von der Grundschule an. Aber man muss auch wissen, was das für einen Aufwand erfordert, diese Schule zu installieren. Was ich mir angeschaut habe, das war, also ich rede mal gar nicht übers Geld. Das ist für mich jetzt unwichtig, ich habe ja selber genug. Aber die Größe dieser Schulen, die Größe dieser Schulen ist wahnsinnig und ich habe mit Lehrern viel zu tun gehabt in der Zeit. Die waren alle recht unglücklich, weil es immer über 100 Lehrer waren. Weit über 100. Das war eine Anonymität dort in diesen Häusern. Und deshalb haben wir so lange das Thema Gemeinschaftsschule zurückgestellt. Jetzt könnten wir es anfassen. Da bin ich durchaus dafür. Aber dass der Klotscher Norden damit anfängt, das hat mich irritiert. Und deshalb würde ich dann auch gerne für unsere Fraktion den Antrag stellen, dass wir punktweise abstimmen. 1, 2 meinetwegen gemeinsam und die 3 extra. Wenn ich in den Norden, aus dem ich selbst stamme und eigentlich schon am längsten stamme von Ihnen allen, da kenne ich doch die ganzen Verhältnisse auch. Die Weixdorfer, wie sie heute in der Zeitung standen, schick mit ihren Masken, aber die Weixdorfer, die haben die schönste Straßenbahnlinie, die haben die 7. Und wenn man da runterfährt, dann hat man das Gymnasium Zirkusstraße, 3 Königsschule, die Schüler fahren. Und dass jetzt der Rand auf die neue Klotsche, auf das neue Klotsche Gymnasium begonnen hat, da verstehe ich die Weixdorfer schon. Aber Weixdorf hat ja selber mal in der Oberschule ganz schön mies behandelt durch Klagen. War es nicht 3-zügig, sondern 2-zügig geworden. Ja, aber das ist, Weixdorf hat es getroffen. Der Norden dort oben, Weixdorf, Langebrück, Renitz und so, die sind nicht so leicht verkehrsmäßig zu verknüpfen. Da möchten wir dann ganz schön wirklich viele neue Busse einführen. Die Weixdorfer, die rasen in die Stadt runter und die Klotscher auch. Aber wie gesagt, jetzt haben wir natürlich die 82. als Oberschule wunderbar ausgestaltet. Das Gymnasium wird super, aber die noch zu erweitern, das wird nie gehen.
Und deshalb würde ich der Verwaltung nicht unbedingt den Auftrag geben, den Norden jetzt zu untersuchen, sondern wir halten es für sinnvoll, in der ganzen Stadt zu gucken. Denn wir haben ja eigentlich noch ein bisschen was vor, Herr Donhauser. Ne? Vielen Dank. Vielen Dank, Freie Wähler, Herr Nitsche, bitte. Ja, Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, als erstes kurz zur Information für all diejenigen, die uns zuhören und zuschauen und vielleicht weiß es der eine oder andere nicht. Was ist denn so eine Gemeinschaftsschule insbesondere, beziehungsweise was ist deren Aufgabe? Zum Beispiel die Entwicklung sicherer Grundlagen für selbstständiges Lernen, Denken und Arbeiten und eine darauf aufbauende allgemeine berufsvorbereitende vertiefte Bildung vermitteln. Das unterscheidet sich in erster Linie gar nicht so sehr von dem, was eine Oberschule zum Beispiel hat, wo ja gerade die Berufsvorbereitung eine wesentliche Rolle spielt. Was sie aber im Wesentlichen unterscheidet, ist zum Beispiel die Tatsache, dass dort der binnendifferenzierte Unterricht stattfindet, der zum Beispiel an einem Gymnasium nicht ist, aber an einer Oberschule schon, ab Klassenstufe 7, so ist es auch für eine Gemeinschaftsschule vorgesehen. Ab Klassenstufe 7 kann je nach Leistungsstand des Schülers abschlussbezogenes Lernen auf der Grundlage der Lehrpläne des jeweiligen Bildungsgangs erfolgen. Also ab Klassenstufe 7, das muss man auch im Hinterkopf behalten, ist es nicht so, dass die zukünftigen Hauptschüler und die zukünftigen Oberschüler und die zukünftigen Gymnasiasten jedes Fach vollumfänglich gemeinsam haben, sondern in einigen, teilweise auch in vielen Fächern, wird abschlussbezogen unterrichtet und ab dem Zeitpunkt wird dort eine Binnendifferenzierung stattfinden. Eine Gemeinschaftsschule ist eine Schule, die gemäß dem Schulgesetz ab der 5. Klasse mit 4 Zügen geführt werden soll, wobei meistens gedacht wird, bei den Schulen, so wie man sich zum Dresdner Norden vorstellt, es sind 2 Züge, die vielleicht aus einer Oberschule, vom Oberschulniveau kommen oder vielleicht auch 2 Züge vom gymnasialen Niveau. Auf jeden Fall sind 4 Züge, und das muss man auch bedenken, 4 Züge, von denen mindestens 2 dann auch noch die 11. und die 12. Klasse belegen. So, warum gibt es denn im Dresdner Norden den Wunsch nach einer Gemeinschaftsschule? Und das habe ich aus zahlreichen Gesprächen, auch wenn ich bei dem Forum nicht dabei gewesen bin, es war ein anderer Termin und leider auch keine Einladung, ich habe sehr häufig gehört, dass es insgesamt das Problem gibt, und das sagen auch die Zahlen, dass es einfach im Dresdner Norden zu wenig Schulplätze gibt. Zu wenig Schulplätze für Gymnasien. Wir haben eine Kapazitätsplanung gemäß Standortplanung für Gymnasien von 5 Zügen, aktuell Anmeldungen für 7 Züge. Und wir haben im Regelfall eine ausreichende Anzahl an Oberschulplätzen, gemäß dem, was nachgefragt wird, aber häufig nicht unbedingt an der Stelle, an der man diesen Platz haben will. Und wir haben mit dem Dresdner Norden ein Gebiet, was aktuell wahnsinnig große Zuzüge hat. Zuzüge, weil dort junge Familien hinziehen, weil dort gebaut wird und weil es auch zahlreiche Investitionen, wie zum Beispiel bei Bosch oder bei anderen Punkten gibt. Und wenn wir jetzt, und wir werden diesen Antrag unterstützen, wenn wir jetzt planen zu untersuchen, ob eine Gemeinschaftsschule im Dresdner Norden einen richtigen Platz finden wird, dann sollten wir das auch ergebnisoffen machen. Nicht nur ergebnisoffen in der Hinsicht, als dass man sagt, wir wollen wissen, wo wir genau diese Schule haben, sondern wir wollen auch, dass es ergebnisoffen in der Hinsicht passiert, dass man auch überlegt, nimmt man vielleicht freie Träger mit in die Betrachtung mit auf und überlegt, ob es vielleicht im Dresdner Norden auch ein guter Standort wäre für einen freien Träger, der schon Erfahrung hat, das haben nämlich viele freie Träger, was Gemeinschaftsschulen betrifft, der auch Erfahrung hat und diese dort noch mit einbringen kann. Das würde dem Dresdner Norden, denke ich mal, auch ganz gut zu Gesicht stehen. Wenn wir, und das wurde vorhin schon angesprochen, wird vielleicht heute noch mal kommen, die 151. Oberschule ansprechen, die sich ja ins Gespräch gebracht hat, eine Gemeinschaftsschule zu werden, dann möchte ich auch gleich schon mal mit in
das Augenmerk darauf legen, die 151. Oberschule ist eine Oberschule, die für 4 Züge ausgelegt wird. Wenn diese Oberschule, die für 4 Züge ausgelegt wird, jetzt eine Gemeinschaftsschule werden soll, hätte sie von der Planung her eigentlich eine Oberschule für 5 Züge sein müssen, denn so viele Klassen werden dann an dieser Schule sein. Ich sagte es vorhin, es sind auch die 11. und die 12. Klassen, die mit auf diese Oberschule, beziehungsweise die mit auf diese Gemeinschaftsschule gehen. So, meine Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam diesem Prüfauftrag zustimmen, lassen Sie uns aber auch gemeinsam überlegen, warum schicken viele Eltern ihre Kinder auf ein Gymnasium und weniger auf eine Oberschule? Lassen Sie uns das im Hinterkopf behalten. Und noch eine abschließende Frage, auch diese. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie wir die Problematik der fehlenden Plätze im Dresdner Norden beheben können. Vielen Dank. In der Fraktionsrunde als nächstes Bündnis 90 Die Grünen. Frau Kaspari, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, eine Gemeinschaftsschule und längeres gemeinsames Lernen, das wollen wir Grünen seit langem. Deshalb steht es auch schon lang immer in unserem Wahlprogramm. Trennung in der 4. Klasse. Haben Sie auch das Theaterstück oder den Film gesehen, Frau Müller muss weg? Das Theater war immer gut ausgebucht. Und wer es gesehen hat, der weiß auch ganz genau, warum. Es hat genau das beschrieben, was wir Eltern von Kindern kennen. Man lacht in dem Theaterstück ganz schön viel, aber eigentlich ist es traurig. In der 3. Klasse beginnt der Stress schon mit dem ersten Elterngespräch zur Schullaufbahn. 9 Jahre sind die Kinder alt. Stress für die Kinder, Stress für die Eltern, Stress für die LehrerInnen. Und Höhepunkt ist dann das Zwischenzeugnis in der 4. Klasse, da hat man es dann in der Regel geschafft oder eben auch nicht. 4-mal habe ich das durchgemacht und ich weiß genau, wovon ich da rede. Ich weiß, was wir unseren Kindern zumuten. Liebe Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, wenn auch Sie Kinder haben, so wissen auch Sie, dass es stimmt. In der 4. Klasse wissen die meisten Kinder noch überhaupt nicht, was sie wollen. Die weitere Entwicklung ist noch unklar, die Trennung ist viel zu früh. Wir Grünen, wir wollen die freie Wahl der Schule und das schließt eine Gemeinschaftsschule ein. Im Dresdner Norden siedeln sich immer wieder Firmen an und die Firmen, die dort sind, wachsen. Bosch zum Beispiel hat 2020 bereits angekündigt, dass sie eigene Wohnungen für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bauen wollen, weil der Bedarf dort so hoch ist im Dresdner Norden. Mit den neuen Wohnungen, mit den Leuten, die dort alle ansiedeln, wächst auch der Bedarf nach mehr Schulplätzen. An weiteren führenden Schulen im Norden, und das konnten wir heute früh ausführlich in der Sächsischen Zeitung lesen, sind die Plätze schon jetzt ganz schön knapp. Deshalb beantragen wir die Prüfung einer Gemeinschaftsschule im Dresdner Norden. Damit entstehen gleichzeitig mehr Schulplätze ab der 5. Klasse. Wir brauchen diese Schulplätze, genau diese im Norden. Und gleichzeitig erhalten wir auch noch eine neue Gemeinschaftsschule. Gemeinsam können die Kinder dann ab der 5. Klasse weiter lernen. Mehr Freiheit in der Schulwahl für alle. Die Idee dazu ist im Bürgerforum zur Schulnetzplanung im Dresdner Norden entstanden. Das hat das Netzwerk Dresden Nord organisiert. Vielen Dank an die vielen Aktiven im Netzwerk. Wir haben den Vorschlag sehr gerne aufgegriffen. Wir 4 Stadträtinnen von SPD, Linken, Grünen und CDU. Ich freue mich über Zustimmung zum Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank für die CDU-Fraktion. Herr Dietze, bitte.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Lernen in einer solidarischen Schulgemeinschaft ist für viele eine Sehnsuchtsvorstellung und zumindest gibt es aus Sicht der Schulverwaltung auch in der aktuellen Situation gute Gründe für den Antrag. Wir benötigen in Dresden zur Deckung des gymnasialen Bedarfs 2 weitere Züge in der Oberstufe. Diese könnten wir rein theoretisch in dem neu zu errichtenden Schulbauvorhaben Gymnasium Gorbitz mit entsprechend hohen Kosten abbilden. Der Blick auf den Stadtraum zeigt aber, dass der entsprechende Bedarf nicht linkselbig, sondern rechtselbig besteht. Bei den rechtselbischen Gymnasien wiederum besteht aber realistisch keine Möglichkeit für eine Erweiterung um 2 Züge. Mit dem Prüfauftrag kann also dem Schulnetzplan nachgegangen und eine entsprechende Wohnortnähe hergestellt werden. Schaue ich andererseits als Lehrer auf den Antrag, plagen mich schwere Bedenken bei der politischen Zielrichtung, eine Gemeinschaftsschule zu errichten. Ich will an dieser Stelle keine Grundsatzdebatte zur Sinnhaftigkeit von Gemeinschaftsschulen führen, gleichwohl es reichlich Studien gibt, die diese in Frage stellen. Für alle diese lassen sich aber ebenfalls gestützt auf Studien Gegenpositionen formulieren. Daher möchte ich vor allem eins zu bedenken geben. Die Idee der Gemeinschaftsschule ist insbesondere im Osten Deutschlands mit romantischen Erinnerungen an die POS-Zeit verbunden. Man muss sich aber klar machen, dass die Zusammensetzung der Klassen wesentlich heterogener ist, als dies noch vor 30 Jahren der Fall war. Gleichzeitig den spezifischen Förderbedarf von Migranten mit mangelhaften Sprachkenntnissen im Deutsch, dem Motivationsdefizit bei Kindern aus bildungsfernen Schichten, den Leistungsansprüchen von hochbegabten Schülern, als auch dem besonderen Bedürfnis von Inklusionskindern gerecht zu werden, überfordert aus meiner Sicht schlicht und ergreifend das Lehrpersonal. Direkte Folge davon ist, dass weder leistungsstarke Schüler noch leistungsschwache Schüler von dieser Schulform profitieren. Zumindest ich kann aus meiner Praxis heraus sagen, dass ich schwer gefordert war mit der Klasse, die ich als letztes als Klassenlehrer hatte. In der befanden sich, um das mal etwas anschaulicher zu machen, 1 Schüler mit starker Fehlsichtigkeit, 6 Schülerinnen mit Essstörung diagnostiziert und je ein Fall von ADHS und Asperger. Ich möchte noch mal betonen, dass auf 28 Schüler gesehen es eine gängige Klassensituation ist. Ich werde daher immer für die Beibehaltung des zweigliedrigen Schulsystems bei gleichzeitiger verstärkter Förderung der Oberschule zur Attraktivitätssteigerung plädieren. Dann muss auch Frau Müller nicht weg, Frau Kaspari. Anders verhält es sich allerdings, wenn die Schulgemeinschaft selber eine Gemeinschaftsschule wünscht und einen entsprechenden Schulkonferenzbeschluss herbeiführt. In diesem Gremium sind neben den Schülern und Eltern ja auch die Lehrer vertreten und können somit selber ihren Vorstellungen Ausdruck verleihen. Bis dieses Votum nicht vorliegt und der Bedarf nicht klar abgebildet werden kann, werden wir aber solch ein Vorhaben nicht befördern. Andererseits werden wir uns aber auch nicht den Verfahren in den Weg stellen, dass ein entsprechender Bedarf überprüft und damit die Voraussetzung für das Votum der Schulkonferenz geschaffen werden kann. Daher von unserer Seite her Enthaltung. Danke. Vielen Dank, Herr Dietze, AfD-Fraktion. Verpflichtet. Die Linke nochmal. Nächste, SPD-Fraktion. Damit habe ich alle gemeldeten. Frau Wendt, bitte. So. Also ich bin ebenfalls Einreicherin, Frau Abel, Frau Kaspari und Frau Frohwiese haben das schon gesagt. Und ich möchte ganz einfach, weil ich eine andere Sichtweise vertrete, als es in der Fraktion vorhanden ist, einfach auch noch mal was dazu sagen, ein paar Worte. Ich möchte es gar nicht und in keinster Weise ideologisch bewerten und ausweiten, weil das ist überhaupt nicht meins. Ich habe meine Einstellung, soll nach der 4. geteilt werden oder nicht, die spielt überhaupt keine Rolle. Für mich spielen lediglich ganz pragmatische Gründe eine Rolle, dass ich mich für eine Gemeinschaftsschule einsetze. Und ich werde mich nicht nur für den Prüfauftrag einsetzen, ich kündige auch hiermit an, ich werde mich auch wirklich für das Installieren einer solcher Schule einsetzen. Die Argumente sind auch schon gekommen. Ich würde sie trotzdem gern nochmal der Vollständigkeit halber zusammenfassen wollen.
Punkt 1. Der Schulnetzplan ist immer sehr optimistisch. Die Zahlen, die dort drin stehen, entsprechen nicht den Ist-Ständen der Schüler. Ich habe mich hingesetzt, Frau Schäfczyk hat sich hingesetzt, ich habe mir die Stala-Zahlen angeguckt, also wie viele Kinder leben wirklich vor Ort und wie viele sind denn im Schulnetzplan aufgeführt. Frau Schäfczyk hat die Gegenprobe gemacht. Sie hat die Statistik der sächsischen Schuldatenbank genommen, hat dort auch nochmal überprüft. Wir sind auf Differenzen gekommen von 60 bis 100 fehlenden Schülern, denen gar kein Platz zugebilligt wird. Das ist der Punkt 1. Natürlich kann man sagen, es gehen Schüler aus dem Dresdner Norden auch in die Randlage und die gehen auch in die Innenstadt. Erfahrungsgemäß sind das 1 bis 2 Züge. Das heißt, wir haben immer so ungefähr zukünftig 3 Züge in der Luft. Und da sind wir schon beim Punkt 2. Das heißt, ich habe, und nicht bloß ich, die Eltern haben einen Bedarf von einer halben Oberschule im Dresdner Norden und einem halben Gymnasium. Und Franz Josef, wenn du sagst, Franz Josef, hör mal zu, damit du ein bisschen was über deine Heimat hörst. Franz Josef, mal kleine Naturkunde, ich bin ja auch Geolehrer. Weixdorf ist nicht bloß der Dresdner, der geht noch ein ganzes Stück weiter, das geht bis Marsdorf. Und wenn du von Marsdorf zu Fuß zur Linie 7 läufst, da läufst du aber ganz locker eine halbe Stunde, wenn das überhaupt reicht. So, wenn wir dann das Busnetzsystem noch umstellen, denn das wird ja auch noch mal Thema sein, dann wird es nämlich noch kritischer. Und ihr geht immer davon aus, die Schüler fallen aus dem Bett in Klotzsche und auch hier in Weixdorf und sind dann an der Linie und fahren dann 60 Minuten durch die Stadt. Bei denen mag das stimmen. Wie ist das bei den ganzen Kindern in Schönborn? Die sind noch mehr Kilometer unterwegs. Und wenn wir das Bussystem umstellen, brauchen die eine Stunde, um überhaupt, oder der fährt nur stündlich. Das heißt, wir haben ein Riesenproblem mit der Netzversorgung an öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist Punkt 3. So. Dann nochmal wiederholt, die Kinder aus Ottendorf, Meding und so weiter, Hermsdorf, haben auch fast, also quasi einen Rechtsanspruch hier bei uns, weil das ist das nächstgelegene Gymnasium. Das wird gern vergessen. So, und deswegen, wenn man das mal summa summarum zusammenpackt, wir haben einen Bedarf an Plätzen, wir haben einen ausgeprägten Elternwillen im Dresdner Norden. Warum installiert man nicht in eine Schule dort, wo sie gebraucht wird und dort, wo sie gewollt wird? Und Herr Dietze, da muss ich Ihnen auch mal sagen, uns geht es nicht darum zu legitimieren, dass wir ein Votum beschaffen dürfen. Ich will keine umgewidmete Schule. Ich möchte in erster Linie Schulplätze schaffen. Das ist mein Ziel. Und das sehe ich am besten momentan über die Gemeinschaftsschule gelöst, das Ganze. Und vielleicht noch mal eins, 151. zu sagen, naja, damit die endlich Ruhe geben im Dresdner Norden, dann widmen wir die 151. um. Ich finde es erstmal toll, dass die den Antrag gestellt haben, dass die das auch wollen. Ich denke, da bedarf in der Neustadt ein Pieschen auf jeden Fall gegeben. Aber zu sagen, das soll eine Entlastung für uns dann oben werden, ist gar nicht in keinster Weise möglich. Momentan steht im Schulnetzplan, die 151. ist ja gegründet worden, um den Bedarf 3,4 Züge aus Pieschen umlenken zu können. So, wenn die vierzügig ist, kann man mal ein bisschen rechnen, dann kommt noch ein großes Baugebiet. Keine Chance, das löst unser Problem nicht. Also ich bitte um Zustimmung, um Unterstützung dieses Problem des Schulplatzmangels im Dresdner Norden zu beheben und dass auch die Eltern auch gern ihren Willen ausleben können, die das gern möchten. Vielen Dank. Ich sehe nun keine weiteren Wortmeldungen, sodass wir ins Abstimmungsverfahren eintreten können. Es ist vorhin beantragt worden, den Ausschussbericht in 2 Etappen abzustimmen, die Punkte 1 und 2 gemeinsam und dann den Punkt 3. Ich sehe nochmal ein Nicken dazu. Dann würden wir das entsprechend machen. Damit haben wir dann den kompletten Ausschussbericht auch abgestimmt. Es bedarf keiner weiteren Abstimmung. Steigen damit also ein. Ich rufe auf die Punkte 1 und 2 aus dem federführenden Ausschussbericht und bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem zustimmen. Gegenstimmen?
Enthaltungen? Dem wurde bei 38 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen zugestimmt. Und ich rufe auf den Punkt 3 des federführenden Ausschussberichts. Bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist bei 43 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen ebenfalls bestätigt. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 33 absolviert.